liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen auf der Freilichtbühne zum Public Viewing, zum Halbfinale Deutschland gegen Spanien. Heute erwartet uns ein spannendes Spiel. Der Europameister und der Vize-Europameister wollen eine Rechnung begleichen. Wir Deutschen wollen die Schmach aus dem Finale der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz wieder gut machen. Und jetzt wollen wir mal hören, wie die Stimmung hier auf der Freilichtbühne ist in Schwerin. Wie zuversichtlich die Fans sind bezüglich des Finaleinzugs. Ja, so, wir fangen jetzt mal ein paar Stimmen ein, hier so eine halbe Stunde vorm Spiel. Wie ist die Stimmung? Wie zuversichtlich seid ihr heute? Also es wird auf jeden Fall schwieriger, denke ich mal, weil die Spanier stabil sind und ja, also ich denke mal, es wird höchstens ein 2:1, wenn sie Glück haben. Genauso. Also kann ich nichts anderes zu sagen. Trochowski für Müller, weil Müller gesperrt. Die richtige Entscheidung, hätte man es anders machen können, sollen? Müller kann er ja nur nicht einsetzen. Also würde ich mal sagen, soll er es versuchen mit Trochowski, ne? Ja, was erwartet ihr? Was muss man heute anders machen als noch gegen Argentinien und England, was von hinten raus betrachtet ziemlich leicht ausgesehen hat? Was ist bei Spanien anders? Also ich glaube nicht, dass sie was anders machen müssen. Sie müssen bloß halt konsequent so weiterspielen, wie sie gegen Argentinien gespielt haben. Ja, Jungs, vielen Dank. Ich denke mal, dass es ausreicht. Eins noch, ein Tipp fürs Spiel, wie geht's aus? 2:1, sag ich. 2:1. 2:1, vielen Dank. Für Stadtfernsehen. Super. Lass dich nicht ärgern. Ja, Deutschland gegen Spanien. Wie zuversichtlich seid ihr, dass sie das Spiel gewinnen heute? Na, auf jeden Fall. Die gewinnen auf jeden Fall. Also ihr habt volles Vertrauen zu der deutschen Mannschaft, obwohl Thomas Müller nicht dabei ist. Trochowski spielt dafür. Wie seht ihr das? Naja, aber die gewinnen. Doch, die schaffen das. Auf jeden. Wie geht das Spiel aus? Keine Ahnung. 3-0. Ich sag 4-0. Wer schießt die Tore? Na, mehr wohl. Bitte. Keine Ahnung. Lukas? Alle vier? Ja, sowieso. Alles klar, danke. Okay. TV, oder? Schweriner Fernsehen. Schwerin TV ist, glaube ich, AWO. Oh. Deutschland-Spanien, Halbfinale. Wie zuversichtlich bist du, dass es heute klappt mit dem Finaleinzug? Das schaffen wir auf jeden Fall. So lauter Zuversicht. Na okay, auf den Auftritten im Achtel- und Viertelfinale kann man stolz sein, aber Spanien, der Europameister, das letzte Duell ging verloren. Was macht dich so zuversichtlich? England hat gepulst, was kann man gerechnet hatte. Also Spanien schaffen wir auch. Das ist klasse. Uns fehlt heute Thomas Müller. Trochowski spielt dafür. Richtige Entscheidung oder hätte man lieber auf Groß zurückgreifen sollen? Ja, ich weiß nicht, dass du glücklich war. Die Entscheidung müssen wir sehen, was da rauskommt. Ja, was tippst du fürs Spiel? Wie geht's aus? Ja, vielleicht 3-1. Wer macht die Tore? Ja, dann Poldi wieder, ne? Standard, weiß nicht, Klose ist ja dabei. Ist ja, Poldi, Klose vielleicht. So, jetzt haben die Orakel aber gesagt, Spanien gewinnt. Was sagst du dazu? Scheiß ich drauf. Alles klar, vielen Dank. Ja. Frankfurt, der Rossmark, ebenfalls die Laola. Ja, Halbzeit im Halbfinale, Deutschland-Spanien, 0:0. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ja, also es war schwierig reinzukommen für die Deutschen, weil die Spanier, die halten einfach den Ball sehr gut.
ganz Barcelona spielt im Mittelfeld. Das heißt, jeder weiß, wo er hinzulaufen hat. Und wenn Spanien den Ball hat, ist es schwierig für uns. Aber wir stehen hinten gut, wir müssen weiter so spielen. Und einfach bei den Konterchancen müssen wir noch ein bisschen präziser spielen. Und dann haben wir auch die Chance, ein Tor zu schießen. Ja, du sagtest ein bisschen präziser spielen, das hat am Ende besser geklappt. Kurz vor Schluss sogar die Chance für Özil. Elfmeter oder nicht? Es war kein Elfmeter, also es war nur eine ganz leichte Berührung. Danach ist Özil über seine eigenen Beine gestolpert. Also das kann man in dem WM-Halbfinale nicht pfeifen als Elfmeter. Bist du optimistisch? Wie geht's aus? Wie geht das Spiel aus? Ja, ich bin schon optimistisch, wenn wir so weiter hinten spielen. Ich glaube, die Spanier werden da nervös. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, vorne noch ein Tor zu schießen. Ich glaube aber, dass es in die Verlängerung geht und ins Elfmeterschießen, weil die Spanier einfach nicht durchkommen und wir vorne auch es schwer haben werden, ein Tor zu schießen. Und ich denke, dass wir dann unsere alte Mentalität wieder rausholen und dann im Elfmeterschießen gegen Spanien gewinnen. Vielen Dank. So, ich habe noch einen richtigen Fußballexperten mir jetzt mal geholt. Erste Halbzeit 0-0. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Es geht. Nicht so gut? Nee, also die Deutschen sind zu wenig im Ballbesitz. Da müssen sie mehr machen. Was müssen sie denn machen, um im Ballbesitz zu kommen? Mehr Klose anspielen also. Mehr Klose anspielen? Und der haut die Dinger da vorne rein? Ja. Macht Klose heute noch ein Tor? Ja. Gewinnt Deutschland? Ja. Und deshalb darfst du aufbleiben, ja? Ja. Das ist schön, danke. Erste Halbzeit 0-0. Was sagt ihr dazu? Ja, nicht gut für uns, ja? Nicht gut. Aber nicht gut, aber Spanien muss man sagen, im Endeffekt zurzeit keine Torchancen auf beiden Seiten. Wir müssen aber sagen, wir sind natürlich im Endeffekt, hoffen natürlich, dass Deutschland irgendwie gewinnt. Aber Spanien spielt schon besser. So muss spielt schon sagen, besser, keine Frage. Bloß wir hoffen natürlich auf irgendwo einen Konter. Wir haben ja schon zweimal gesehen, zwei Torchancen haben wir gehabt. Der eine Schuss von Truchowski, dann im Endeffekt, wo Podolski im Abseits war, das ganze Ding. Aber Spanien hat mehr Ballbesitz. Aber im Endeffekt denke ich mal, dass Deutschland im Endeffekt durch die Konter, weil Spanien im Endeffekt sehr offen macht das Ganze, dass wir es am Ende gewinnen können. Aber aus dem eigenen Spiel heraus glaube ich nicht, dass wir es gewinnen können. Wenn Spanien so weiterspielt, werden sie irgendwann ihre Chance nutzen. Die deutschen Konter wurden besser nach hinten raus. Am Ende Özil, Elfmeter? Ja, Elfmeter, knappe Entscheidung. Kann man geben, muss man nicht geben. Ich würde sagen, ich würde ihn nicht geben. Gerade in so einem Spiel kann man den nicht geben. Da muss man im Endeffekt Fingerspitzengefühl zeigen. Das hat der Schiedsrichter gezeigt. Und es war wirklich im Endeffekt für mich kein Elfmeter. Was muss die deutsche Mannschaft machen, um den Spaniern ein bisschen den Zahn zu ziehen? Um vielleicht selber auch mal die Möglichkeit zu haben, ein wenig das Spiel zu machen und es vielleicht dann zu gewinnen? Truchowski rausnehmen und Kroos einwechseln. Ja, vielleicht, aber ich denke mal eher, die Deutschen sind sehr defensiv eingestellt. Sie müssten vielleicht ein kleines bisschen früher angreifen, das Ganze. Dann haben sie aber wieder das Problem, was sie ja vorher besprochen haben wahrscheinlich, dass sie einfach zu offen sind. Das heißt, die Deutschen müssen einfach so weiterspielen, das Defensivverhalten ist in Ordnung, müssen die Konter besser ausspielen. Die Konter in der Hinsicht so gut ausspielen, dass sie auf Klose irgendwie einen Kopfball hinbekommen. Weil aus dem Spiel heraus sieht man wirklich, dass eindeutig Spanien besser ist. Deutschland könnte nur durch einen Konter gewinnen. Mehr kann ich das eigentlich nicht sagen. Wie optimistisch seid ihr? Gewinnt Deutschland? Ja, hoffentlich. Na. Aus dem Spiel heraus glaube ich nicht. Das wird ein 0-0-Spiel werden. Durch die Verlängerung vielleicht wird Spanien ein bisschen nervös. Spielt irgendwo ein Spielfehler, dass wir dann vielleicht ein Tor machen. Ansonsten denke ich mal, wird es 0-0 ausgehen, das Spiel. Und im Endeffekt hat die ganzen anderen Weltmeisterschaften haben es bewiesen, dass Deutschland im Elfmeterschießen eigentlich sehr, sehr gut ist und dass wir dann dadurch vielleicht gewinnen könnten. So aus der ersten Halbzeit heraus hat Spanien es verdient, ja, zu gewinnen. Aber durch die, weil wir am Ende vielleicht ein bisschen professioneller sind oder die Nervosität nicht ein bisschen ablegen können, dass wir im Endeffekt durch die Elfmeterschießen gewinnen können. Das war im ersten Deutschland gegen Spanien.
Also das ist so selten, diese Situation gekommen.